Was habe ich vor? Ich möchte gerne das Equipment holen, also ein bisschen was für die Leute und das dann nach und nach einsortieren. Beziehungsweise, das kommt dann später, also hier fehlt bestimmt noch einiges. Ich würde gerne nach dem Häuschen, das ist ja noch nicht fertig, da kommt ja noch der Keller ran. Und die Deko ist auch noch nicht fertig, da habe ich ja angefangen gehabt. Und das würde ich dann aber nächstes Mal mit weitermachen, wenn ich die Werkstatt baue. Ich würde gerne eine Werkstatt noch bauen. Nicht, also jetzt, nicht jetzt so. Das soll dann auch noch da passieren. Das ist meine Idee. Und dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen was an dem Haus noch ändern. Je nachdem, was mir da dann mehr gefällt. Ja. Würde ich da noch mit ändern. Aber jetzt erstmal die Aufgaben dann mal ein Equipment holen. Und ich fange bei der Bäuerin an. Die hat nämlich irgendwas mit einem Kessel. Die will irgendwas mit Kessel. Irgendwas mit einem Kessel. Weil eigentlich hatte ich ihre Sachen gemacht. Die steht nämlich schon hier. Und die Möbel werde ich dann später dann noch mal ändern. Und eine andere Variante nehmen, weil ich finde, das passt da ein bisschen besser zur kleinen Kräuterhütte. Und das Mobiliar dann wahrscheinlich eine Etage weiter nach oben stellen. Aber hier unten. Ich wollte es eigentlich als Kräuterhütte haben, ne? Machen wir das mit dem Kessel. Das habe ich nämlich letztes Mal schon gesehen. Genau, dann kann sie mir vielleicht endlich noch ein paar Sachen herstellen. Kessel für eine Feuerstelle. Ah, schön, dich zu sehen. Also werde ich doch mal gerne begrüßt. Das kann man gerne mal zu mir sagen. Da freue ich mich. Hör mal, ich würde gerne für unsere Mannschaft kochen und die Stimmung heben. Mit Essen immer. Das muss nur, muss auch noch schmecken, aber Essen ist schon mal eins der besten Ideen, die Stimmung heben zu können. Das auf jeden Fall. Eine Feuerstelle mit einem Kessel würde helfen. Aber ich habe meinen. Was? Aber ich habe meinem einem. Aber ich habe meinen einem Freund gegeben, als ich unsere Karawane trennte. Oh je. Er war auf dem Weg zu Leuchtenstein. Das habe ich schon markiert. Da sollte ich noch wegen was anderem hin. Vielleicht könnten wir ihn zurückverlangen. Grüße bitte Raoul von mir, wenn du dort bist. Na klar. Also ich glaube, jetzt ist schon die dritte Quest. Leuchtenstein. Das irgendwas mit Hauptstadt hieß das auch. Ja, das mache ich doch. Ist kein Problem. Ach, und jetzt ist das freigeschaltet. Feuerstelle bei Bäuerin. Buche ich den Kessel? In Leuchtenstein? Ich wollte mir zwar noch was Besseres herstellen. Das mache ich auch, bevor ich losgehe. Ich war noch nicht farmen. Das mache ich ja dann eher offline. Werde ich dann aber noch wegen dem ganzen Kupfer, was ich brauche, noch machen. Aber ich glaube, für meine Kleinigkeiten, die ich da gerne hätte, reicht das. Also für die Spitzhacke oder so. Ja, jetzt habe ich hier schon drei Sachen. Also der Schmied wollte, dass ich hier hingehe und sie jetzt auch. Das andere wird gar nicht so angezeigt. Das andere war noch eine andere Quest. Das hier ist aber voll brutal. Wir haben auch ganz viel Miasma-Wurzeln. Und die Fragezeichen sind auch Miasma-Wurzeln. Das hatte ich bei einer anderen Quest damals gehabt. Guck mal direkt. Meine Waffen sind nicht viel besser. Ich würde natürlich Pfeile mitnehmen wollen. Und eine bessere Spitzhacke für den Fall der Fälle, dass ich was abbauen kann. Ich müsste doch eigentlich die bessere Spitzhacke. Juhu. Wo baue ich die denn nochmal? Ach nee, das mache ich bei ihm dann direkt, wenn ich die Kupferbarren habe. Müsste ja irgendwo sein. Überleben. Spitzhacken. Oh Gott. Kupferspitzhacke. Ich brauche. Ah! Acht! Will mich doch auf den Arm nehmen. Acht! Ja, Dede. Ich noch acht? Ist hier noch was drin? Nee. Acht Stück. Ah, okay, ich werde irgendwann mal Kupferfarben gehen müssen. Brauche ich halt auch. Ich habe eine Idee mit diesen Zäunen, deshalb brauche ich dafür auch eh ganz viel Kupfer. Aber acht Stück, dass ich. Ich habe 12. Okay. Und Miasma-Holz war das. Also wirklich, ne? Hab ich noch was? Ja. Juhu. Eine. Ich hole mir jetzt nicht noch die Axt, ne?
Also wenn ich jetzt schon 8 Kupferbarren für die eine Hacke hier brauchte. Gar keinen Fall. Mir ein bisschen zu teuer, aber ich geht ja zumindest nicht mehr so schnell kaputt. Ist aber ganz schön teuer. Please, komplett hier im Luxusleben, oder wie? Das mache ich hier aber nicht. Da habe ich den Farmboden noch dabei. Ich habe hier nicht ganz aufgeräumt, kann das sein? Den einen Tag? Furchtbar. Furchtbar. Ich würde den Schrott noch nehmen für Schrottpfeile. Ich kann jetzt nicht noch Kupferpfeile herstellen. Das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht leisten. Wenn ich genug Äste habe. Ich muss definitiv nochmal offline farmen gehen. Oh ja. Wieso habe ich denn keine Äste? Da muss ich diese Büsche und diese Sachen da anbauen bei der Bäuerin. Sollte ich eigentlich mal machen. So, aber ich nehme jetzt erstmal das, was ich kriegen kann. Besser als gar nichts. Ja. Besser als nichts. Ich weiß nicht genau, wo ich die Glühwürmchen einfach hier rein. Und hoffe, das passt. So, Ästchen rüber. Trink, also ich habe Trinken, Essen, Elixier. Würde ich noch mal eins mitnehmen. Alles ja, ehrlich, das ist mir eigentlich egal. Dietriche. Noch mal was zu essen. Heilmittel und vielleicht diesen Miasma-Trank würde ich auch noch mitnehmen. Also mit dieser Erhöhung der Zeit hier plus 2 Minuten. Sind 45. So. 45 Minuten. Das reicht, wenn ich einen mitnehme. Das Irrlichtding würde ich jetzt nicht mitnehmen. Aber das andere Elixiergedöns würde ich mitnehmen. 2 Stück. Was gab es noch? Mana-Tränke, Heiltränke. Habe ich nicht noch kleine? Ich noch so einen Ausdauertrank. Ich habe keine Ahnung, was mir da später entgegenkommt. Ich will diesmal halb gerüstet losgehen. Also ich probiere es. Ah ne, das benutze ich einfach aus dem Inventar. Kann er mir einfach direkt die normalen... oh Gott, war das laut. Heiltränke herstellen? Lila Beeren, Wasser, roter Pilz. Dann bin ich... Ah ja. Etwas gerüsteter. Ja, ich würde ganz gern einmal Lila Beeren vielleicht hier lassen, wenn ich es anpflanze. Ich weiß, ich komme die ganze Zeit daran vorbei und nehme die durchgehend mit. Trotzdem. Oder Pilz. Und Wasser. Wasser habe ich. Keine Fläschchen, nichts, ja? Vier Stück. Kommt. Damit muss ich jetzt. Aber wenigstens, ey, komm, ich habe schon mir überlegt, ich nehme sie mit. Ich bin schon weiter als sonst. Ich klatsche auch jedes Mal los ohne Utensilien. So, Tränke sind da. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das heißt ausgerüstet. Das ist auch. Die sind aufgelevelt. Brauche ich noch mehr? Sollte eigentlich okay sein, da jetzt hinzugehen. Eventuell vielleicht gucke ich doch mal bei den Fähigkeitspunkten. Hab 36 Stück. Gibt es hier irgendwie ihr Fernkampfschaden? Ich mach doch Bogen. Da würde ich ganz gerne hin. Erhöhe den Zoom. Den Zoom jetzt nicht erhöhen, wenn der Bogen nicht weiterfliegt, ne? Der Pfeil, der Bogen. Ich schmeiß den Bogen einfach zum Gegner hin. Ich würde mal mir das hier anschauen. Man kann es ja im Flammenaltar wieder zurücksetzen. Achso, ich muss erst den Weg dahin freischalten, ne? Ach nee, ich kann direkt. Die äußeren. Ah, ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier innen irgendwas machen muss.
Okay. Zahlt nur ein. Okay, das kostet zwei. Na dann. Schütze. Stiller Schritt. Aha, einen stillen Schritt. Erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen. Ich schleiche nicht. Scharfschütze. So. Plus 15% mehr Schaden. Dann kann ich das auch im Notfall mit den Holzpfeilen machen. Fluch des Adlers. Der Schaden gegen fliegende Gegner. Es gibt fliegende Gegner. Okay. Der Schaden am Kopf. Jetzt 20% erhöht, nehme ich doch. Ich mache die ganze Zeit, probiere ich den Headshot zu machen. Multischuss. Füge eine Chance von 20% hinzu, einen Schwall von Pfeilen zu spawnen, die sich leicht ausbreiten. Ja, kann man jetzt machen. Aber hier, Waldläufer. Ich bin hier schon am Ende. Oha. Oha. Was gibt's hier noch? Bestienmeister, Überlebender und hier Assassinengedöns. Gesegnete Pfeile, okay. Na, ich würde das hier erstmal ausprobieren, wie es so läuft. Mit den Sachen, bevor ich jetzt weiter ausgebe. Vielleicht bei den Materialien noch? Gut ausgeruht. Schleichangriff. Hinterhaltsschaden. Naja, das. Gnadenloser Angriff. Erlöser. Ah, okay, ich brauche hier niemanden wiederbeleben. Ich schaue erstmal, wie ich so zurechtkomme. Ob mir da irgendwie, weiß ich nicht, was auffällt. Dann erhöhen wir hier doch. Setze ich mich hier nochmal hin. Dann geht's direkt los. Ich möchte. Es sind jetzt relativ viele Quests. Es ist das vom Schmied ist da was. Von der Bäuerin ist da jetzt was. Ja, hier die beiden, die sind noch markiert. Da sind beide auf jeden Fall. Und ich schau mal, ob ich es hinbekomme von hier. Düsterdickicht, warte. Wir schweben einfach darüber hinweg und ich werde sowas von sterben. Das sieht doch jetzt schon so aus. Schon alles Miasma. Hier ist auf jeden Fall wegen dem Elixierbrunnen. Oha. Bin gespannt. Ich habe jetzt endlich mal meine Punkte ausgegeben. 10 Jahre später. Hätte ich vielleicht auch mal früher machen können, aber okay. Das wird überbewertet. Vielleicht schaffe ich es da oben rauf, dass ich nicht komplett durchs Miasma durch muss. Und ich sage euch, ich werde gleich schon irgendeine Ruine sehen und direkt dort hängen bleiben. Ja, ich komme nicht da drauf. Das, war zu optimistisch. Ja, dann rein ins Miasma. Fantastisch. Mal gucken, was da unten ist. Level 20. Ich freue mich drauf. Vielleicht hätte ich den Trank jetzt vor. Egal. Kann ich dann machen, wenn ich sterbe? Okay, ist also ich mache deutlich, deutlich mehr Schaden. Also wirklich. Weil sonst habe ich so ungefähr 6 Pfeile gebraucht bei denen. Hätte ich ja auch mal ein bisschen früher leveln können. Und da sind einige. Level 13. Das sind aber auch die, die nicht rennen.
Oh Gott, da sind aber auch diese Geisterchen. Sind das zwei? Habe ich gerade jemand aus Versehen jemand anders getroffen hat? Oha, jetzt kommen die zu zweit. Oh, zu dritt. Oha. Ich würde mal sagen, ich möchte nicht die Einrastfunktion verwenden. Was ist das hier? Ich hasse Windows. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Also ich bin tot, aber... Ja, gut. Muss einmal kurz raustappen. Ich habe bei mir ein Fenster geöffnet, das heißt Einrastfunktion. Was ist das denn? Nein, will ich nicht. Jetzt war ich gerade ganz komisch, Herr Back. Ja, gut. Es lief fantastisch. Ich habe keine Ahnung. Ich schaffe echt viel, aber ich habe noch nie geschafft jetzt dieses... ich habe keine Ahnung. Ist das normal, die Einrastfunktion? Benutzt man sowas? Aber ich sollte das hinbekommen. Ich würde aber ganz gerne mal das noch verstärken und es ein bisschen logischer machen wegen den Geistern. Weil man kann diesen Dingern da ausweichen, aber wenn auch immer die dritte Dings daherkam, ist mir das vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Rein da. Und die Heiltränke hier vielleicht hinpacken. So, jetzt habe ich natürlich meinen Ausgabebonus nicht mehr. Ich muss ja eh da runter, was anderes schaffe ich nicht. Wenn man zu oft Shift drückt, dann kommt das. Ich habe noch nie so oft, glaube ich, Shift gedrückt. Aber weil hier gerade irgendwas auch komisch war. Ja gut, es gibt Sachen, die benutze ich nicht an meinem Rechner. Na, man lernt nie aus. Ich klinge wie 80. Als wäre ich 80. Ich verbrauche meine Pfeile jetzt nicht dafür. So, da kommt doch schon Freundin Nummer 1. Da ist auch mein Grabstein. Wieso eigentlich hier? Bin ich da gestorben? Ich hätte gern erst diese komischen Geister weg. Diese Banshee oder so. Handelsposten alter Roggen. Fantastisch. Geht. Wenn die mich nicht umkreisen, geht das. Ich mache ja genug Schaden. Ist auf jeden Fall. Der alte Handelsposten. Ich glaube, da oben war ein Gebäude. Schauen. Stufenaufstieg. Da kann ich ja noch mehr Punkte ausgeben. Autsch. Aber hier ist... Da oben leuchtet was. Und hier ist eine kleine... Also eine Kiste. Wolfsschlund. Wolfsschlund? Behalte ich, falls mein Schwert kaputt geht, je nachdem, wie lange wir unterwegs sind. Das ist schon praktisch. Das Kisten. Okay, weiter.
Oha. Ach, da. Nee, da, ich glaube, da geht's da auch noch hoch. Es hatte halt Handelsposten direkt, aber für mich sah das jetzt nicht so groß aus. War das gerade die Pflanze oder hat er das geworfen? Hinten ist noch irgendwas. Ja, das ist noch ein Cutie. Ich glaube, da oben gibt es noch was zum Anschauen. Das hat ja ein eigenes Handelsposten-Alterung. Das hat ein eigenes Icon-Ding. Ob es irgendwie noch eine Kiste oder so gibt, wenn man hier irgendwie hoch kann. Nee. Ah, hier unten. Okay, ich wollte gerade sagen, meistens gibt es noch irgendwelche Sachen. Also, Liefer. Überlieferung 47. Es gehört zu dem Elixierbrunnen und Miasma-Geschichten. Schmugglerversteck. Die Muster der neuen Waren sehen in Ordnung aus. Wir sollten in der Lage sein, die Fracht an der Landwache vorbeizuschleusen, wenn wir Erin erreichen. Wenn der süße Spatz mit den Augen zwinkert, kann sie die meisten Patrouillen bezirzen. Unsere Helfer an der Spitze wird sich um den Rest kümmern. Die Ware sollte schon bald auf See sein. Leider sind uns die letzten Lumpen ausgegangen. Ich glaube nicht, dass sie viel ausrichten, aber die Besatzung fühlt sich wohler, wenn sie etwas vor dem Mund hat. Die Luft ist schmutzig in letzter Zeit. Ich werde noch ein Hemd zerreißen. Das war's dann aber. Ja, der Gedanke zählt. Nicht die Dinger, ne? Das brauche ich jetzt nicht. Wieso ist denn da auch schon wieder einer? Hier wird auch irgendwie hier immer irgendwie Leben abgezogen. Ein Problem. Ich kann noch 2 Minuten hier dran sein. Ich sollte mich mal bewegen. Mir wird auch immer... Wieso wird mir eigentlich Leben abgezogen? Immer wenn ich mich heile, Miasma wird mir ein bisschen abgezogen. Liegt das an Miasma? Hier ist übrigens schon Level 15. Da freue ich mich ja drauf. Und ich sollte mich definitiv nicht treffen lassen. Wo? Hä? Und wo kam das? Ich renne mal. Ich renne, weil ich noch 1 Minute habe. Gut, 300 Meter, wenn mich nichts aufhält und meine Ausdauer halten würde, klappt das bestimmt. Dann muss ich hier später nochmal alles mir anschauen gehen. Also was ist wert, es sich anzuschauen? Ich glaube hier lieber hier lang. Das Elixierbrunnen. Ging fest aus. Ich werde sterben. Also ich komme jetzt nach da oben, weil man bei dem Elixierbrunnen ja meistens noch irgendwo so eine Art Leuchtfeuer hat. Oder auch bei dem halt nicht. Auf jeden Fall nicht da oben. Bin ich hier runtergefallen? Oha. Ja.
Ja, genau diese Schneise lang. Das war vielleicht ein bisschen blöde. Aber ich will gerne meine Sachen einsammeln. Man hätte da oben lang gehen können oder wahrscheinlich noch so ein bisschen außenrum. Hier muss ich halt später irgendwann nochmal hin. Und da oben, wo ich jetzt ein bisschen aufgeräumt habe, ist 13, aber da ist Level 15. Ja, super. Kriege ich bestimmt irgendwie hin. Das eine Trank natürlich schon komplett aufgebraucht, aber ich würde dann wahrscheinlich durchlaufen. Erstmal zu meinem Grab und dann nehme ich dafür einmal das Ausdauertränklein. Weil was soll der Geiz? Was man hat, hat man. Ja, nee, es wird immer abgezogen, wenn ich die Beeren esse. Ich verstehe das nicht. Wieso wird mir denn, habe ich jetzt irgendwas neuerdings mit Items an, was mir Leben abzieht, erst wenn ich mich heile oder wie? Also es hat nichts mehr mit mir erstmal zu tun. Ich verstehe das nicht. Ja, jetzt habe ich noch weniger Zeit. Deshalb renne ich direkt durch. Ja. Sollte aber klappen. Ich habe jetzt extra den Trank genommen, aber das ist komisch. Ich dachte gerade eben, das liegt am Miasma, weil mir wird immer erst, auch wenn ich den Trank nehme, so ein Stück Lebensgedöns abge. Also, ja, abgezogen. Ja, aber okay, wenn ich jetzt bis dorthin auf jeden Fall gehe. Erstmal das Grab einsammeln. Ich hoffe, das ist irgendwo erreichbar. Ich muss mal schauen, wie ich dann weiterkomme, weil ich würde gerne wissen, wo ich rauskommen kann. Das fände ich mega. Wow. 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 Was ist denn hier los? Zetrofix. Dankeschön für die 10 Abos, die du verschenkt hast. Ich. Dankeschön. Ich sehe das doch kaum. Bin hier im vielleicht erzählten Mini-Stress, weil ich hier einmal durchrenne. Aber Dankeschön. Ich suche einen Ausgang erstmal. Einen Ausgang. Und dann noch von dir ein Abo. Danke dir. Danke dir. Einfach so. Das ist lieb. Dankeschön. Ich probiere jetzt nicht zu sterben. Ich muss einmal kurz hier. Okay. Das ist aber direkt auf der Kante, wo ich gerade reingefallen bin. Das finde ich ja fantastisch. Dankeschön für das einfach so Geschenk. Danke dir. Und ich hoffe, du hattest auf jeden Fall schon eine schöne halbe Woche. Also, die ist schon zur Hälfte geschafft, ne? Und der Start war nicht so blöde. Man hier raus? Ich glaube, hier kann ich jetzt raus. Ah, ich will halt jetzt nicht irgendwo stehen bleiben, weil ich noch immer nicht weiß, wo ich Luft bekommen kann. Ich denke aber, hier wird es doch irgendwo Luft geben. Ich hoffe es doch. Jetzt hier querfeldein. Ja, das wird immer abgezogen, mein Leben. Verstehe ich nicht so, ne? Da, Standort oben. Da habe ich vielleicht Glück und es ist auch außerhalb vom Miasma. Wenn hier scheinbar so viele Aufgaben sind. Oder wurde die Hauptstadt komplett belagert? Ich sehe kein bisschen grün. Ah, doch, da oben ist grün. Dachte ich. Hier. Oh Gott, die Dinger. Das macht das eigentlich hier gerade nicht besser. Okay, muss gerade überlegen. Mach die Viecher da jetzt nicht alle weg. Also diese Fixer von denen, glaube ich, diese Giftsäckchen. Würde aber einmal. Mach ich hier ein Flammenaltar hin? Warte mal. Bin am Überlegen hier vielleicht.
Nicht wegen dem Kupfer da. Das ist hier auch nur so eine kleine Stadt. Ist es da verbuggt? Was ist das? Ach, das ist ein Hase. Nee, das ist ein Reh in der Erde. Ich wollte nämlich gerade sagen, die Rehe haben so eine Fransen hinten dran. Ich war etwas verwirrt. Ja, okay, Rehchen, du kommst da nicht raus. Die Stadt guckt aber auch zur Hälfte raus, glaube ich. Hier ist auch ein bisschen eingekästelt. Also ich muss trotzdem hier hin. Ich würde mir mal sicherheitshalber, ich kenne mich, hier in Flammenaltar hinsetzen. Wenn ich einen Stein habe. Ich will da gar nicht nochmal hinlatschen. Von Stein, Leute. So. Machen wir das so? Bock hat echt einen Stein suchen gehen. Ach, ich brauche schon 5. Ist, glaube ich, besser bei meinem Talent, das jetzt so zu machen. Ich habe da irgendwie so einen Hang zum Sterben. Ich weiß nicht warum. Hier besonders. So, erreiche die Hauptstadt Leuchtenstein. Ja, ja. Die habe ich schon. Aber ich habe jetzt sicherheitshalber mal noch einen Flammenaltar. Lass mich einmal rein. Mir das anschauen. Und wenn ich sterbe, habe ich es nicht so weit. Und dann, ich kann mir jetzt einfach mal Zeit lassen, ne? Weil ich mag das nicht, wenn ich überall dran vorbeirenne. Aber ich hätte ganz gerne einen Punkt, wo ich weiß, da komme ich raus und kann wieder atmen. Habe ich da ein paar Probleme später. Was sind das denn für Pilze? Achso, mehr erstmal Flüssigkeit. Ganz normal. Was da mitnehmen? Da soll ich nach oben für den Standort. Da sind noch Viecher. So, das ist einer, der auf mich zurennt. War einer, der auf mich zurennt. Okay. Hier geht's schon wieder raus. Geradezu auf jeden Fall. Ich würde erstmal geradezu gehen. Leuchtenstein und dann nach da oben, wo ich hin soll. Ich werde mir hier unten das einmal anschauen. Vielleicht gibt es ja auch noch Gebäude. Zumindest sah es gerade eben noch so aus. Neue Quest. Ja, ich weiß, dass ich die Hauptstadt doch erreichen sollte. Ist nicht eine aktualisierte Quest? Ach so. Ah, okay. Die Bäuerin hat sich auch nochmal irgendwie aktualisiert. Ich glaube, hier draußen ist nichts. Da sind auch so eine Burgmauern, richtig. Ja. Ich würde vielleicht von der einen Seite erstmal glubschen gehen und dann gucke ich von vorne. Oh, nee, hier ist auch was. Oha. Oha. Also da sind Ruinen. Sag mal, geht's da unten dann auch noch weiter? Also hier sind richtig Belagerungssachen, weil die angegriffen wurden. Okay. Also da geht's dann auch noch rein. Und hier sind so Belagerungsequipment-Zeug vom Überreste. Ich nenne es mal Überreste. Ja, das sieht mir nur nach Belagerung aus. Gehe ich rein? Oha. Die Sache, das ist im Miasma, ne?
Ich wollte gerade sagen, die Banditen werden da kaum sein. Hey, das ist auch gemischt. Ich glaube, Leuchtenstein hat sich nicht lange, also konnte nicht sehr lange durchhalten. Pfeile, sehr gut. Kupferpfeile. Ja, gut. Da hinten sind. Hier sind auf jeden Fall Level 15 Tiere. Nochmal Belagerungssachen. Oh, shit. Oh, können wir später auch so ein. Okay, ich wollte keine Burg bauen. Hätte aber was. Dennis. Schauen wir uns die ganze Sache doch mal an. Ich glaube, ich bin hier. Ich hätte den Flammenaltar hier hinpacken sollen. Nicht da, aber ich wusste nicht, dass. Ich dachte, hier wäre irgendwie noch mehr Stress oder so. Ich fange einfach vorne an. Hier zuerst rein. Einfach vorne anfangen. Wahrscheinlich begegnen mir eher Ratten. Wo ist denn das Unterteil von dem? Okay, ich will nicht wissen, wo das Unterteil von ihm ist. Oder von dem Skelett. Das hat gefehlt. Es lag nicht auf dem Boden. Was ist denn hier los? Hier wurden einfach nur die Leute aufgehalten. Oh, direkt im Miasma. Oh Gott. Ich sehe nichts. Ich hin? Natürlich, bisschen unpraktisch. Also, machen wir das ordentlich. Ich bin hier rein. Ich bin gerade durch dieses Haus durch. Hier kann man noch nach oben. Ich habe gerade was anderes auch gesehen, wo wir mit dem Greifhakenarm irgendwie hoch können. Ich werde mich hier auch noch mal 50 Mal verlaufen, weil ich denke, war ich da schon drin oder war ich da nicht drin? Ich finde, das hat was. Das wird richtig gut. Das wird fantastisch. Das wird jetzt ganz entspannt werden. Ich hätte diesen Doppelsprung mal machen sollen, oder? Oder ich mache das so. Mal gucken von den Burgmauern. Ob es hier auch noch was gibt. Nö. Zumindest nicht so gedacht. Okay, da könnte man halt hoch. Das ist auch unterteilt, ne? In verschiedene Viertel. Sieht zumindest so aus, die Stadt. Wo bin ich jetzt zwischengefallen? Ich habe ein Problem. Ja, gut, baue ich jetzt das Fachwerk ab oder baue ich jetzt das andere ab, damit ich hier rauskomme? Geht nicht schneller. Fachwerk. Kann ich? Ja. Achtung, wo ihr lang geht. Es könnte sein, dass er nicht mehr zurückkommt. Da war ich jetzt oben. Dann gucke ich mir das hier noch an. Kommen wir hier rein? Doch, hier. Da ist quasi ein Eingang. Wieso habe ich eigentlich so viel
Glück immer und Talent beim Springen. Irgendwas? Irgendwo ist hier irgendwas. Die Tür kann ich öffnen, das ist auch eine Kiste. Aber irgendjemand hat mich gesehen. Bretterbuden. Neuer Ort markiert. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade damit meinen. Und hier ist auch irgendwo niemand. Wir sind hier bei den Bretterbuden. Darauf wäre ich bestimmt nicht gekommen. Helles Licht. Wer für einen Heiltrank? Wenn ich mir mal was aussuchen könnte. Ist hier noch was? Ich komme noch dann durcheinander, wenn es so kleine verschiedene Wege sind. Immer alles abbauen, dann weiß ich wenigstens, wo ich war. Ach, die andere Person. Das habe ich gar nicht gesehen, dass die Person hinter mir stand. Person, naja, das ist schon das Ding. Wo kam das denn jetzt her? Und es sind andere Pfeile, die die benutzen. Die haben Schleim dran, die machen auch viel mehr Schaden. Pfeile. Okay, das ist ein Magier. Also jetzt kommt zumindest noch der Verhexte, also so magische Pfeile, die einen Eisscham dran haben. Oha. Ich bin quasi am Arsch, wenn das jetzt los. Ich habe schon keine Heiltränke mehr. Dude. Also ich, die einen Pfeile waren auch anders. Danach hat er erst mit Eisbällen geworfen, ne? Wollte ich nur so erwähnt haben. Oh Gott. Oh, dass ich was sehe. Danke. Vielleicht sollte ich nicht hier sein. Was mache ich denn, wenn meine Pfeile alle leer sind? Ungefähr in 5 Minuten. Ich würde jetzt hier nicht unbedingt mit anderen Sachen durchlaufen. Heiltränke habe ich auch nicht. Und jetzt mal im Ernst. Woran liegt das? Ist es das Elixierwahn? Dass mir jedes Mal Leben abgezogen wird, wenn ich was esse? Oder trinke? Ja, wo sehe ich denn diese Buffs? Nicht Attribute. Das ist eigentlich nur minus eine Minute. Im Miasma. Was zieht denn bitte schön meinen... Immer wenn ich was esse oder einen Heiltrank nehme, wird mir so eine gewisse kleine Dings abgezogen. Habe ich Klamotten an, die das machen? Wäre ja auch blöde. Nee, nee, es kommt mir nicht so vor. Man sieht es ja immer, wenn ich was esse. Zack. Weg. Das sieht so aus.
Oder passt sich dieses kleine andere Segment da an? Ich finde es sehr kurios. Was trinken? So. Ich finde das kurios. Kurios. Jetzt ja wieder. Also hier wird die ganze Zeit irgendwie Leben abgezogen. Und ich laufe ja gerade nicht in dieses Schwefelding rein. Heile? Brauche ich? Ich weiß nicht, was es war. Es kam angerannt. Ach so, so ein Insektending. Ich mal hier nach, was es gibt. Ich bin jetzt schon durcheinander, wo ich bin und wo ich nicht bin. Wie ich den durch... Naja, nicht wirklich. Das ist so ein Typ mit Schild. Er ist durch. Da hinten ist auch so ein Bogenschütze, aber ich würde ganz gerne... Ich mache erstmal den. So. Jetzt habe ich hier hinter noch einen. Als ich gerade hier hoch bin, um den dann vielleicht besser zu treffen, wurde ich halt vom Bogenschützen angegriffen. Wieso gibt es hier eine Zeitverlängerung, wenn man jederzeit rausgehen kann? Der ist ja schlau, der sich unter dem Ding versteckt. Oha. Oha. Der hat mich angesprungen. Der hat so eine graue Leiste. Was ist denn mit der grauen Leiste? Ich treffe doch... Eigentlich müsste ich doch seinen Kopf treffen. Jetzt geht's erst. Jetzt ist die graue Leiste voll. Also es war ein stärkerer, aber... Ich habe ja nicht auf seine Rüstung geschossen. Ich habe auch nicht auf sein Schild, weil sein Rücken ist frei. Den kennt man ja, den am besten vorbeirollen, wenn man ein Schwert hat und er von hinten. Aber ich habe ja eigentlich gerade von oben auf den Rücken geschossen. Okay. Da gibt es irgendwie nur eine... Ich weiß jetzt nicht, warum es hier eine Zeitverlängerung gibt. Also das verstehe ich auch noch nicht ganz, weil ich kann ja jederzeit da hoch. Bretterbuden. Jetzt bin ich wieder hier. Leuchtfeuer. Fantastisch. Das Leuchtfeuer ist im Miasma. Ne, so halb. Wenn ich das öffne, sind da welche drinne? Da liegt ein Buch. Was gehört. So. Mal wieder eine Art Schenke hier. Oder Küche, keine Ahnung. Neue Geschichte, Düsterdickicht. Ein neuer Lagerraum. Ich glaube, wir brauchen einen Raum für die Lagerung des Elixiers. Ja, ja. Wie viel wollt ihr eigentlich noch davon besorgen? Die Fässer sind undicht und auf dem Kellerboden hat sich ein Film gebildet. Es ist feucht und warm, wenn man die Tavernen unter dem Marktplatz betritt. Er wird einem schwindelig. Außerdem habe ich Remy gehen lassen. Die Ratte hat das verschüttete Elixier vom Boden aufgeschleckt. Eine Schande. Oder Remy? Das ist natürlich eine Schande. Er wollte nichts vergeuden lassen. 5-Minuten-Regel. Hallo? Da nimmt man alles mit.
dahinter was? Nein. Da oben. Was ist hier? Das ist ein Dolch, der markiert ist. Wolfsschlund. Ja. Streit unter Liebende, neue Geschichte. Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Zettel dazu, den ich jetzt nicht gefunden habe. Das gibt es dann. Hinten gibt es noch Nägel. Aber ich glaube, für das, was ich gerade eingesammelt habe, gibt es bestimmt irgendwo einen Zettel und ich soll dieses Schwert finden. Er ist auch direkt raus. Diese Kleinigkeiten, die es manchmal gibt. Ne? Das habe ich dort unter einem Schutthaufen vergraben. Und ähnliches. Da kann man oben auch noch lang laufen. Komme ich da irgendwie noch höher? Nicht runter, höher wollte ich eigentlich, aber es ist in Ordnung. Dann bin ich wieder beim Leuchtfeuer. Irgendwo sind die Insekten. Und da unten irgendwo. Dann war ich jetzt hier. Oh Gott. Ich bin jetzt irgendwie von, ach so, Bretterbund dort. Ich bin in dem Bereich. Ich gehe jetzt nochmal weiter nach in die Richtung und dann wieder runter. Mal schauen, was ich finde. Ich werde die Hälfte was von übersehen, ne? Was sieht da? Ich hole meinen Orientierungssinn. Das ist nicht gut, wenn hier so ein großer Bereich ist, wo man irgendwas machen könnte. Und sich anschauen kann. Ich hätte aber schon ganz gerne das Zettelchen zu dem Dolch. Das wäre fantastisch. Damit. Nee, nicht runter. Hab ich gerade gesehen. Krieg ich den anvisiert? Ah, jetzt nicht mehr. So ein Geländer brauche ich übrigens. So ein Steingeländer. Das wär famos. Kann ich von hier vielleicht? Ja. Ich muss nur so halb was sehen. Oder auch gar nicht. Würde mal nicht die vergifteten Kupferpfeile nehmen wollen. Sondern erst später. So, die Stelle kenne ich von da hinten. Da war ich ja. Und das habe ich schon gesehen gehabt, dass man hier hochkommt mit E. Hier. Das ist ein Zettel. Streit unter Liebenden. Ist doch gar kein Problem. Ich finde schon noch die Geschichtsseite dazu. Kann man die Romantik eines stürmischen Tages genießen? Weiß nicht. Schwierige Frage. Roderick war ein Narr und hat unser Verhältnis gefährdet. Florian, mein einfältiger Ehemann, muss sterben, damit Roderick und ich endlich in Frieden leben können. Okay. Ich habe auf die Anzeige geantwortet, die er im Leuchtensteinblatt veröffentlicht hat, mit dem Wissen, dass er vorhat, mich zu töten. Ich werde ihn in dieser Pension treffen und dabei einen Dolch in meinem Korsett verstecken. Der Dolch steckte jetzt in jemand anderem drin. Den haben wir gefunden. Ich würde mal sagen, es hat nicht so gut geklappt, vielleicht. Ja, also ich mache auch immer eine Anzeige im Tagesblättel, wenn ich jemanden brauche für einen Auftragsmord oder wie. Ist ganz normal, dass man dann die Anzeige im Tagesblättel schreibt. Habe ich so gelernt, wird so gemacht. Ist auch noch weiter nach oben. Okay, dann wäre von der Seite hochgekommen. Oh, oh Gott. Okay, da geht's, glaube ich, dann rein Richtung Hauptburg. Und von der Seite kam ich ja. Das eine sah ein bisschen so aus wie Hauptburg. Aber ich war ja auch noch nicht an dem Schrein.
Also ich bin halt hier so ein bisschen lang, aber ich war in die Richtung ja noch nicht gelatscht. Sieht mir da hinten aber irgendwie nach Hauptburg aus. Wahrscheinlich ist da auch der Schrein. Wird er über dieses Haus gehen? Hier war ich ja. Und dann darunter und hoffen, dass nichts Komisches vorbeikommt. Vorher aber... Ich stelle sicher jetzt einfach mal kurz Holzpfeile her. Da bescheuert, aber... Ich habe so viel Glück, dass gleich irgendetwas alle sein wird. Ich habe noch 10 Pfeile oder so. Bin bestens vorbereitet. Macht man so. Da läuft... Da, okay, da ist ein Geist. Ich will ehrlich gesagt nicht da runter. Und dann fallen mich 10 an. Das ist grad, da war gerade ein Geist. Das lief nicht so gut. Hier ist auch ein Bogenschütze. Ja. Ich würde mal das Leuchtfeuer dann umsetzen. Also ich würde jetzt auch gar nicht um Leuchtfeuer mein Flammenaltar und den hier irgendwo hinpacken, wo ich besser hinkomme. Hier einmal rauslatschen und den einen dann abbauen. Nee, die sind so blöde. Und warum es hier Atmungsdings gibt, weiß ich nicht. Kann ich den eigentlich direkt... Warte mal, kann ich den? Der Miasma. Ich kann keine Flammenaltar in den Miasma reinpacken. Ins Miasma reinpacken, ne? Okay, ich brauche eh Steine. Man sollte meinen, ich könnte die hier aufsammeln. Nur Schutt oder kriege ich auch Steine? Ich hätte nur Schutt. Jetzt nach oben. Ja, die Wand, bis ich die abgebaut habe, war ein bisschen doof. Nee. Ich würde einmal rausfliegen. Weil ich möchte ganz gern kurz nach Hause. Das ist mir hier zu heikel. Aber gerne ein Flammenaltar bei dem Eingang hinsetzen. Super. Wo war ich denn vorhin? Wo bin ich denn bitte schon rausgegangen? Das ist genau dieses Bretterbuben-Ding. So, hier ist Eingang. Das ist aber nicht der Eingang von vorhin. Also nicht den, den ich genommen habe. Aber es wäre direkt bei dem Schreingedöns, wo ich gerne hinwollen würde. Ja. Das ist mir aber ein bisschen, es passt mir besser, wenn ich das jetzt kurz mal hier hinsetze. Und wenn das geht... Dann würde ich den anderen aber jetzt auf meiner Rückreise einmal abbauen. Weil das irritiert mich, ja. Und ich brauche bessere Pfeile. Viel, viel bessere Pfeile. Und genügend. Und Heiltränke. So, Flamme tilgen. So. Zeit abwarten, bis abgelaufen ist. Da war ich am Anfang übrigens sehr verwirrt. Und nach Hause. Ich bräuchte halt... Ich muss halt Äste sammeln gehen. Juhu. Hier kann ich kein... Wenn ich keine Äste sammeln gehen. Bei meinem alten Altar. Kann ich Äste sammeln gehen. Ich habe so viele, ne? Also nicht so, so viele nun auch wieder nicht, aber ich brauche erstmal Äste. Ich weiß nicht, das ist mangelbar.
Na, vielleicht nicht in dem Umkreis alles abbauen. Bin ich jetzt so blöd gespawnt, dass... Ach, da hinten war das Farmding. Es sind nicht so viele Bäume. Irgendwie nicht. Das war richtig blöde von mir. Das war richtig dumm. Mach ich doch gerne einen dunklen. Das passt mir so gut. Hier sind auch noch Holzscheite. Nee, nee, das ist... Jetzt habe ich wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Holzscheite bekomme und keine Äste, weil ich da irgendwie nicht so viel Glück habe. Dann gehe ich auf die Hochweiden einmal. Danach könnte ich mich auch zu Hause kurz an den Kamin setzen, dass ich die Ausdauerpunkte bekomme. Aber ohne Schrottpfeile da jetzt hinzugehen, sinnfrei. Und genügend Pfeile, besonders da auch hinzugehen. Mal schauen, wo ich, auf welcher Seite ich am besten runtergehe. Ach, die eine Seite ist schon die beste, wo man auch hinportet. Ach, sehr gut. Ohne Ausdauer wieder losgelatscht. Im Dunkeln. Ich klatsche gleich nochmal auf. Oh, ich kann Glück haben. Oh, einfach so ein Sturzflug. Okay, das war Glück. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich gucke nie auf meine Ausdauerleiste. Und ich hätte gern Äste Pflanzenfasern. Hatte ich früher Probleme mit. Heute hätte ich gerne Äste. Ich glaube, das nächste, was ich wirklich mache, ist dieses komische Ding einsammeln, bauen bei meiner Bäuerin. Das hatte ich schon. Ach Gottchen. Heiltränke bräuchte ich auch. Dafür brauche ich ja diesen Pilz und noch mehr lila Beeren. Ich muss alles mal kurz einsammeln, was ich so sehe. Da gibt's ja hier auch. Das mache ich natürlich nachts, weil da macht das mehr Spaß. Ich glaube, diese kleinen Dinger geben eigentlich auch Äste. Kleinen Bäumchen. Oder auch einfach nur Harz. So viel dazu. Ach nee, bei mir in dem Biom, in dem Moos-Efeu-Biom, nenne ich es mal. Die kleinen Bäume, wo man irgendwie zweimal mit der Axt gegen erholen muss, die geben Äste. Muss ich eigentlich nochmal hin? Vielleicht sammeln wir jetzt die kleinen Dinger hier ein. Wenn ich jetzt nicht genug Pilze habe oder ich brauche halt die lila Beeren noch dafür. Ich habe das ja nicht angepflanzt. Das sollte ich vielleicht echt mal machen. Könnte ich Verbände herstellen? Ich glaube, dazu brauchte ich nur die Pflanzenfasern eventuell. Habe ich mir nicht angeschaut, aber ich glaube, das war nichts Extravagantes. Keine Äste mehr. Hinten leuchtet irgendwas rot. Ein Busch. Ich gucke jetzt nochmal bei den Bäumen. Ich habe nur... Ich weiß nicht, bei mir ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Äste bekomme, irgendwie... so gering. Das... Weiß ich nicht. 80% bekomme ich hier Holzscheite. Nur Holzscheite, meine ich damit. Ja. Und gar keine Äste. Jetzt einmal. Jo, einmal alles abholzen. Da hinten sind noch ein paar Büsche. Brauchte ich noch Holz für Bretter, dann hätte ich jetzt genügend. Dann danach, wenn ich jetzt erstmal wirklich nur für Äste
eigentlich farme. Was ich nicht wollte, weil es wollte ich offline machen. Was ich. Aber. Halt ein bisschen dämlich. Ich würde da schon ganz gern weitergehen. Vielleicht teile ich mir das auch in Segmente, diese Stadt, dass ich erst den einen Teil mache und dann den anderen. So. Die eine. Also. Ich glaube, das ist besser. Die ist so groß. Ich werde die Hälfte übersehen. Was ich ja schon gemacht habe. Ne? Aber ich mag das nicht. Ich probiere wenigstens so einen Quadranten vorzugehen. Ach ja, ich sehe nichts. Muss so. Die Würmchen nehme ich auch mit. Für die Lampen. Ich finde, die haben was. Ich finde, die haben auch etwas, wenn man dann später die anderen Dinger da macht, die Metallsachen. Die haben Stil. Die haben auch eine schöne Farbe, schöne Helligkeit. Das passt. Ich hätte gerne 60 Äste. Das sind aber auch nur eigentlich 150 Pfeile. Wenn wir mal ehrlich sind. Viel ist es nicht. Okay, die Bäume. Wie lange dauert das, wenn ich bei einer Bäuerin das jetzt anpflanzen würde? Das dauert ja auch. Aber ich glaube, das mache ich gleich, wenn ich zurück bin, dass ich da einfach schon mal so ein Ding hinpacke und sag, brauch doch nur Äste. Pflanz mir einfach nur Büsche an. Wenn ich dafür aber noch was erledigen muss, fange ich an zu weinen. Wenn es jetzt nicht, die Sachen sind ja freigeschaltet, theoretisch, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Sollte da ja niemand meckern. Nämlich bestimmt. Ja, ich habe jetzt halt 60, ja. Karte? Da. Ich schau mal, wie das aussieht. Farmbohnen und sowas habe ich ja auch alles. Ob ich dort. Ich weiß ja gar nicht, wie pflanze ich denn. Ich habe das gesehen, man kann Büsche anpflanzen. Frage ist nur, wie logisch ist das? Saatbeet gibt es auf jeden Fall. Mach den Farmboden jetzt einfach mal auf den Boden und werde später wieder entfernen. Weil das stört mich dann wahrscheinlich. Ich sehe nichts, aber es ist gerade wichtig. Also ich das mal ausprobiere. Und ich brauche die Sachen. Sich nicht vor einen Farmboden? Ach hier. Ich wollte sagen. Eine Hake brauche ich noch. Wo ist meine Hake? Okay, da oben. Hammer brauche ich erstmal. Ich muss das erstmal platzieren. Wieso kann ich nicht die Hake auswählen und sagen, mit dem Ding hätte ich das gerne. Ein Träumchen wäre das dann. So, einmal Terrarbohnen und dann den Farmbohnen hätte ich gerne. Im Dunkeln. So, ich glaube, das sollte erreichen, dass ich das irgendwie mit der Hake hinbekomme. Das wollte ich nicht. Was habe ich gegessen? Ich habe nicht den Farmboden verstrichen.
als andere gemacht, aber nicht den Farmbohnen hier lang gezogen. Okay, dann bitte wieder rückgängig. Danke dir. Dann machen wir das gleich nochmal. Ich muss den manuell setzen. Bei dem Blumending halt gefühlt ein so ein kleines Knüppelchen da gereicht gehabt. Und hier ärgert mich das, das ist jetzt echt. Ich mache jetzt hier was frei. Regt mal ein bisschen größer. Was gerade eben? War komisch. So. Wenn ich hier genau die Mitte nehme, sollte es doch eigentlich funktionieren. Jetzt. Es bleibt so nicht. Ich brauche aber die Sachen. Wie mache ich das jetzt so? Dazu eine Anleitung. Ich will das nicht essen. Wieso isst denn die ganze Zeit die Person das? Oder kann ich das nur auf dem Saatbeet? Muss ich erst, ich muss bestimmt erst Saatgut herstellen, ne? 100 Pro. Und das kann die Frau noch nicht. Warte, ich muss bestimmt ein Saatbeet herstellen, damit ich danach Saatgut herstellen kann, weil das so ist. Ich würde aber sagen, weil das so ist. Und ja, warte mal. Schön, weil ich irgendwas nicht gemacht habe. Geht das jetzt nicht? Och nee, ne? Gut, ich glaube, das wird heute nicht mehr. Ich sehe das vor mir. Ein bisschen nervig. Ich wollte doch nur mal kurz. So. Nee, ich kann trotzdem keinen Saatgut herstellen. Ich pack's auf den Balkon. Ist ja, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wie soll ich denn das dann da reinbekommen? Wenn das nicht so möchte, wie ich herstellen. Buschsetzling. Ah, okay. Also an dem Saatbeet mache ich das so und dann packe ich das auf das Ding da hinten drauf. Pflanzenfasern. Ich brauche hier die Büsche. Keine ich habe Pflanzenfasern. Vielleicht nicht so viele. Fünf Minuten? Oh Gott. Okay. Ja, die lila Beeren brauche ich auch. Pilze bräuchte ich auch. Pack die schon mal da rein. Weil ich irgendwas sonst hier verhauen werde. Und das ausgebe. Das heißt, ich kann auch gar nicht so viel Heiltränke herstellen. Okay, dann soll das einfach arbeiten. Dann soll das einfach arbeiten. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Kann ich vielleicht nicht irgendwie... Kann der nicht noch was anderes? Er braucht immer die lila Beeren, ja?
Einmal, also von allem eins. Ihr braucht ja noch Camilla. Oha. Sammle ich das jetzt auch mal hier nochmal mit ein? Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich kann nicht ohne Heiltränke dahin gehen. Das wäre einfach wieder dumm. Das wäre einfach dumm. Das dauert ja echt lang. Andere Games haben jetzt bestimmt. Sondern Games spiele ich nicht. In-game, Währung, dann kann man das bestimmt beschleunigen. Das normale Büsche. Jetzt kriege ich auch noch Pflanzenfasern raus. Hier, Beeren. Ein paar von diesen Pilzen bräuchte ich noch. Ein Träumchen. Auch echt viel, ne? Die Beeren sind dann gar nicht das Problem. Die Pilze habe ich halt nie eingesammelt, weil wenn man die so gegessen hat, gab es, glaube ich, irgendwas mit Mana-Regeneration. Und ich habe mir so gedacht, na, ich war ja kein Magier. Warum sollte ich das jetzt einsammeln? So viel dazu. Ich esse auch jedes Mal die Sachen. Da gibt es noch ein paar Döns. Büsche, Büsche. So. Und noch ein paar Pilze. Wieso zieht denn das kurz Leben ab, wenn ich den Gleiter benutze? Also wenn ich lande, kriege ich das zurück. Aber warum? Weil das so anstrengend ist, dass mir ein Mini-Bereich Leben abgezogen wird. Also wenn wir wohlbehalten, ich den Boden wieder berühre, ist es wieder da, aber es wird kurz abgezogen. Ach so, weil meine ganze Lebensleiste sich ändert. Aber warum ändert sich der Balken, wenn ich einfach nur den Gleiter benutze? Also der ganze Balken verkleinert sich kurz. Soll das so? Das irritiert mich, dann denke ich, ich verliere Leben. Weil ich habe ja nichts gegessen. Das liegt ja jetzt ja nicht daran, dass ich jetzt irgendwelche Fleischbällchen-Intus hab oder so. Oder ähnliches. Naja. Ich glaube, das soll so sein, dass man sich wundert. Oder ich glaube, soll das nicht so sein. Irgendwas ist drinne, dass sich das anpasst, aber ich verstehe halt nicht, warum. Wegen irgendeinem Ausdauerabzug oder so? Auch sein. Jetzt habe ich gleich nochmal genug Äste, aber ich habe noch nicht so viel Pilze eingesammelt. Ich habe immer gedacht, ich brauche die nicht. Vielleicht könnte ich mir auch eine bessere Rüstung übrigens noch herstellen. Ich dusel. Hätte ich auch machen können? Wäre vielleicht von Vorteil. Dafür brauchte ich aber dieses, ich glaube, getrocknete Fellgedöns-Sachen. Das sind so viele Viecher. Das stört mich ein bisschen, wo wir hingehen. Da kippe ich immer zu schnell um. Und da ich eine bessere Waffe jetzt nicht bekomme und damit leben muss, wäre vielleicht dann nochmal Rüstung. Ich habe jetzt schon die Punkte verteilt. Also wenn ich jetzt mit dem Bogen unterwegs bin, gar kein Problem, wenn ich Pfeile habe. Habe ich auf jeden Fall genügend. Aber jetzt 10, ich glaube, ich kann 20. Okay, 10 bis 15 Heiltränke machen. Wie könnte ich machen? Ich kann schauen, ob ich Fell und Salz habe und das einfach in dieses andere Ding auch reinschmeißen für die bessere Rüstung. Dass ich vielleicht, nachdem ich nochmal in der Stadt war, eventuell Glück hätte.
Um da was reinzupacken. Getrocknete Beeren. Nee, getrocknetes Fell hätte ich gern. Hatte ich nicht hier gerade Fell? Bin doch schon wieder blind, oder? Ich habe nur Knochen bekommen von den Wölfen gerade. Ich hier die 50 mit. Salz beim Essen. Ich pack schon mal rein. Wer weiß, wie lange das dauert, dann hätte ich das vielleicht für später. Eine Minute dauert eins. Okay. Kann hier in der Zwischenzeit die Tränke herstellen. So, mein Lieber, ich hätte gerne. Danke. Nett von dir. Dann muss ich noch Fleisch grillen. Weil ich habe ich noch gegrilltes Fleisch? Ja, dann grillen wir mal die 20 Stück hier durch. Ich habe hier noch Pilze binden. Wieso stacken die sich denn nur so wenig? Heiltränke habe ich. Jetzt ab sofort die Sachen vielleicht mitnehmen, die ich so einsammle. Wäre auch ein Vorteil. Ich habe auch noch Schrott. Ich habe das. Kupferpfeile kann ich nicht machen. Das ist mir ein bisschen zu stark. So, das macht. Bräuchte ich nochmal bitte Pfeile. Und zwar. Achso, das fehlt mir dann nochmal Metallschrott. Das sind so viele Leute. Stellen. Okay. Wie viel die kostet mich die Rüstung? Nee. Nicht die. Jetzt nicht. Ich würde die da, glaube ich, nehmen. Die Farbe gefällt mir zwar nicht so, aber das gefällt mir noch weniger. Ich brauche Kupfer, ich brauche Bernstein. Ach, ich kann die doch nicht machen, weil schwierige Angelegenheit. Ich habe keine Ahnung. Bernstein kommt wahrscheinlich irgendwann erst. Und Leinen, und ich habe ja keinen Flachs angebaut. Damit brauche ich dafür auch leider. Ja. Gute andere Rüstung gibt es nicht. Muss jetzt so damit leben. Aber das Fell würde schon mal trocknen für den Fall der Fälle, dass ich das dann hätte. Vielleicht habe ich ja Glück. Ganz anderen Sachen hier kurz wegräumen. Damit ich nicht jetzt voll beladen wieder loslautsche. Ich hatte doch vorhin noch ein paar andere komische Sachen eingesammelt. Irgendwas, was ich doch zerlegen konnte. Ach nee, die Zauberstiefel wollte ich wegschmeißen. Und das eine habe ich schon zerlegt. 18 Heiltränke sollten doch erstmal jetzt für die nächste Stunde, wenn ich halbe Stunde. Wenn ich da hingehe, reichen 28, meine ich. 28, kommt. Also es geht ja echt viel schief, aber so viel. Eine halbe Stunde schaffe ich mit 28 Heiltränken. Das traue ich mir gerade so zu. Schrottpfeile, das Elixier habe ich auch. So. Sicherheitshalber noch die anderen Pfeile. Das Ding, Essen grillen, wollte ich jetzt noch machen. 20 Stück. Und der Rest. Falsch, kann hier wieder weg. Ich vertausche die ganze Zeit mit, wo ist mein Inventar? Können sich mal Spieleentwickler darauf einigen? Links ist es vom Händler oder der Truhe und rechts ist es von dir oder so? Ja.
Es ist ein bisschen anstrengend sonst, weil ich verschiebe. Ich muss schon sagen, das ist, man sollte wirklich nur ein Game zocken. Da bin ich einmal 2 Stunden in einem anderen Game drin. Game over. Fühlt sich wie Game over an. Grillen. Kann ich da nicht grillen? Kann nicht an dem. Ich brauche echt den Ofen zum Grillen. Das ist nur Deko. Interessant, das habe ich nie ausprobiert, ne? Oh je. Ich muss mal ganz kurz ein Küchending bauen. Ja, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe das auch nicht kontrolliert beim Bauen letztes Mal, weil ich nichts gegrillt habe. Das ist natürlich gut von mir. 6 Steine und Holzscheite. Ich muss mal sagen, ich bin wieder on point dabei. Aber wieso kann ich nicht das Fleisch dort in die Flamme halten? Wäre das nicht auch irgendwie okay? Ich denke, es sollte auch gehen. Naja. Nee, kein Lagerfeuer. Ich wollte doch. Ach komm. Ich glaube, heute ist wirklich nur kurz, ne? Ich merke das schon. Ich kriege hier nicht auf die Reihe. Ich fühle sie auch die ganze Zeit an, als würde ich gar nichts machen. Mache ich auch nicht, aber ja. Heute ist, glaube ich, wirklich nur kurz. Nicht, 9 Stunden oder so. Das schaffe ich nicht. Pack das mal als in hier als in den Außenbereich, weil ich schaffe jetzt nicht noch einen Kamin zu bauen. Kochen. Das Lagerfeuer ist ein ganz besonderes und bei dem anderen, das geht halt nicht so gut. Na, wir brauchen das. Dann geht es einfach besser. Mal wissen. Ja, das mit dem Saatbild finde ich nochmal brutal. Das gewusst hätte. Ich habe hier natürlich draußen nur Level 5. Dann würde ich mich drinnen gleich noch mal kurz reinsetzen. Ich will das jetzt durch. Ich könnte. Kann ich ihr die Aufgabe nicht geben? Und sie macht es und wenn ich zurückkomme, ist alles fertig? Ich finde es sehr, sehr gut, wie das umgesetzt ist mit dem auf einmal gebraten. Am Anfang dachte ich, weil das ja so eine Feuerstelle ist, wir würden irgendwas anfangen, da oben raufzulegen. Und nicht ganz normal grillen wie bei einem Lagerfeuer, dachte ich am Anfang. Und als es nicht so war, habe ich mir gedacht, dann baue ich den ganzen Bums ein. Das war bei dem anderen Haus. Aber das hätte was. Dann hätte sie ja auch was zu tun, wenn ich ihr die Aufgabe geben könnte. Grill die Sachen durch. Und man selbst ist unterwegs. Und weil man, also es ist ja egal, auch wenn sie, weiß ich nicht, 10 Minuten vielleicht braucht für ein so ein Ding. Keine Ahnung. Aber dann machen die noch was, während du weg bist. Das wäre auch gut. Ich finde, das hätte was. Ich meine, dann halt abbrechen oder pausieren, wenn man selber was von der Person möchte, indem man Sachen dort direkt herstellt. Aber dass sie so eine kleine Mini-Beschäftigung nebenbei hätten. Ach doch, ich glaube. Natürlich dann in der Nähe, also nicht jeder kann vielleicht kochen, aber da sie ja eh so ein extra Ding wegen der Feuerstelle hat und sie das kann und sie kann uns ja auch Popcorn herstellen. Dann würde die halt auch beim Herd stehen und vielleicht was machen oder mal zwischen Herd und irgendwas hin und her laufen. Ich glaube, das wäre cool. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas kommt, aber ich glaube, irgendwas in der Richtung habe ich gar nicht in dieser Roadmap gesehen gehabt. Also, wir haben jetzt neu.
Das war so weit rund unten, dass da gar nichts existiert. Ich habe alles. Das Meersmar-Ding kann auch weg. Tränke habe ich hergestellt. Das habe ich hergestellt. Wir können zurück. Ich probiere es. Wenigstens meinen Grabstein einsammeln und den Funken. Dann habe ich den Teil halt hier in der Ecke. Und ich war... Bretterbude? Bin außen rum gelaufen. Latscht. Ich bin hier so. Nein. Jetzt stehe ich hier vor der Tür. Gut. Warum habe ich das weggedrückt? Ah, da. Das ist ja echt groß, ne? Ich esse es auch gleich, was ich gemacht habe. Keine Angst. Ich habe schon irgendwas gerade gehört, als ich losgehe. Wie so ein Pfeil, der an mir vorbeigeschossen ist. Jetzt anschießen, direkt tot. Hätte mich nicht gewundert. Ich krieg sowas hin. So ein gewisses Art Talent muss man erst entwickeln. Okay. Ja. Lass mich raus. Ich brauche Platz, wenn ich das mit der machen soll. Ich bin Ausweichen von den komischen Gedönsachen her. War die alleine? Ich mach das mal kurz weg. Und das große dahinter auch. Das sind gerade die Holzpfeile. So. Der Schrein ist irgendwie hier an der Seite. Und ich wollte erstmal die Seite jetzt auch machen. Komme ich durcheinander. Ich gehe mal kurz raus. Schau mir meine Fähigkeiten an. Und schau, ob ich den Doppelsprung finde oder wo der ist. Jetzt reicht's. Da kommt man nämlich hoch. Wo ist dieser komische... Oh. Wahrscheinlich irgendwo, wo ich nicht bin, ne? Wahrscheinlich komplett woanders. Müsste dieser Doppelsprung nicht was sein, was normal ist? Also hier in der Mitte? Sprungangriff. Ne, das ist ein Sprungangriff, aber hier bei Athlet vielleicht. Doppelsprung, hier. Ne, das ist grün noch. Da muss ich aber erst hin. Läufer, deine Sprintgeschwindigkeit ist erhöht. Eigentlich sollte ich das machen, so oft wie ich ausweiche. Gehe ich da lang? Oder gehe ich hier lang? Mal über Ausdauer. Mach trotzdem den Sprungangriff hier. So, nochmal ausgegeben. So. Ist auch gar kein Problem. So, jetzt will ich nochmal schauen. Das sah so aus, wie da kommt man lang. Will so eine Küche gerne bauen. Ich spiele das Game nicht. Also man kann ja das Game ohne Fähigkeiten durchspielen. Wo sind meine Dietriche? Aber, das ist anstrengend. Das ist einfach anstrengend. Das war jetzt nicht, das, was ich möchte. So, kriege ich hier Schrott raus? Natürlich nicht. Halt eine normale Truhe. Ich habe die Dietriche vorhin scheinbar irgendwie weggepackt. Weil ich das hinbekommen habe. Ich habe es hinbekommen. Und da sind die Dinger.
Wohl zu dem Funken. Das ist irgendwo dahinter. Ich muss da hoch. Da ist eine Gatter? Gitter? Die Tür? Warte, wenn hier schon so eine Gittertür ist. Mach die mal zu. Hier könnte man das. Okay. Man kann mit Schwert hier rein. Also schnell, wie das kaputt geht. Bin ich mir ja un. Deshalb bin ich auch auf den Bogen gegangen. Das Schwert, finde ich, geht so schnell kaputt. Man hat nicht unbedingt immer die Chance, es wieder zu reparieren. Ich glaube, irgendwie nach da oben. Ah! Schon mal ein paar Äste und Beeren einsammeln für den Fall der Fälle. Einfach, ne? Wenn ich schon hier bin. Warum eigentlich nicht? Das geht nicht. Was ist das hier? Das ist einfach nur ein Mini-Nebengebäude. Sollte das mal was sein? Kirche? Nee, ne? Ist ja auch so draußen, aber es wurde so eingebaut mit so kleinen Türmchens. Jetzt habe ich Metallschrott. Gebet der Flammenschriftrolle. Plus 20% Magieschaden, plus eine Minute Zeit im Miasma. Ich jetzt nicht. Gehen wir mein Grab noch holen? Und warum ist da eine Dingswurzel? Da, wo ich gestorben bin, ist eine Miasma-Wurzel. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Oha. Einen Bogenschützer. Jetzt sehe ich ihn erst. Vielleicht sollte ich doch irgendwas ins Schwert reinpacken für Nahkampf. Sonst wird es einfach gar nicht hier. Also wird schon, aber ich will. Nein. Ich spiele kein Dark Souls, ich muss mich nicht konzentrieren. Also könnte ich schon, ja, aber wir können uns auch einfach theoretisch leicht hochleveln und die Punkte da ausgeben. Wie viele Punkte würde ich insgesamt bekommen? Kriege ich genügend Punkte? Das Ding ist doch neu. Wie bin ich da jetzt hin? Ich bin da oben rüber. Die machen auch viel mehr Schaden als sonst. Sie gehen ja... Hä? Diese Viecher machen irgendwie auch viel mehr Schaden, die Insekten. Die haben früher nie so viel Schaden gemacht. Also egal, so gefühlt, welches Level. Das ist zwar jetzt 15. Aber irgendwie kommt mir das jetzt so viel vor. Tja. Wie ist das Leben da draußen, ha? Nicht so gut. Gern von da oben reingehen. Wo ich gerade war. Ausdauer. Habe ich Ausdauer? Ja. Und hier ist auch mein Grab. So.
Ab Nummer 1. Ab Nummer 2 muss ich noch sein einsammeln. Könnte man auch durchs Haus, aber hier. Ich habe auch noch die Holzpfeile ausgerüstet gehabt. So, Oberstadt. Was wird den Holzpfeil kaputt machen? Wo ist denn der eine? Der muss ja trotzdem in der Nähe sein. Und mein Grab ist da hinten irgendwo. Hier nichts. Gott, ein Killer. Es ist gerade aufgeploppt und wieder weggebackt. Noch welche? Okay, da geht's weiter. Ist jetzt ein Keller oder ist das? Geht's hier wieder raus? Nee, Bretterbuden. Ja, auf der Seite geht's dann auch wieder raus. So eine kleine Verbindung. Bretterbuden zur Oberstadt? Nur wissen, ob man da dran vorbeikommt. Ne. Da bin ich und da ist mein Grab. Dann mache ich die mir erstmal Wurzel weg. Und dann gehe ich zum Grab. Also. Das bereue ich gleich nicht. Ich starte noch mit einem Millimeter Lebensbalken. Bevor ich ja das Ding jetzt abholze. Ja, genau deswegen. Oh, was? Nee, das ist ja ein ganz anderer Duty. What? Ein Schlag direkt, ne? Das war's. Game over. Also ich brauche definitiv eine andere Rüstung. Ich mach das nicht mit dem Schwert. Das ist nicht so gelevelt. Oha. Also ich kenne den ja, der rennt, aber warum macht er denn so einen krassen Schaden? Im Vergleich zu Level 13. Also jetzt, ne? Ich habe auch irgendwie, gibt es ja ungerade Gefühl, kann das sein? Ich habe bisher immer nur 1, 3, 5, 7. 9 gab es irgendwie, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall 13 und 15. An 9 und 11 erinnere ich mich gerade nicht. Oder an irgendwas Grades auch nicht. Im Übrigen. Gibt es hier noch so einen großen Typ? Ja, ist mal gut. Da war das gerade so ein Renner. Das ging ja auch auf, übrigens, als ich angefangen habe, den ersten zu beschießen. Nee, so ein großer Typ kommt nicht vorbei. Ich hatte nicht bei jedem Elixierbrunnen so einen großen Dude. Ich hatte jetzt gedacht, dass hier vielleicht noch was vorbeikommt. Ich kann in Ruhe abholzen. Kann ich doch wieder meine Fähigkeitspunkte weiter ausgeben für Sachen, die ich vielleicht nicht brauche? Da oben ist noch was. Ist hier nur die Kiste? Da hinten sind die komischen Insekten. Nacht mit Bo. Hm. Nee, hier geht's nur ums Eck. Dann irgendwie hier hoch.
Die Treppen natürlich. Was gibt's hier als Notiz? Düsterdickicht unter Beschuss. Oh ja, das habe ich gesehen da draußen, was alles aufgebaut wurde. Erbauer stehe uns bei. Sie sind durchbrochen, die Soldaten der nördlichen Wache. Sie haben alles verwüstet, brüchige Mauern endgültig zerstört. Das Tor wurde gesenkt, wir sind ausgesperrt. Wir können nicht rennen, wie Ratten im Käfig. Ihre Fäuste knallen an das Eisen. Ich senke meine Hände, presse meine Handflächen zusammen und bete. O Erbauer, bitte, irgendjemand soll die Tore öffnen. Okay. Lief wohl nicht so gut. Die Tür kann ich auch... Die Tür kann ich nicht machen. Kurz kontrollieren. Hä? Wo soll denn die Treppe hinführen? Wo genau bin ich? So, dort. Jetzt wieder zu meinem Grabstein. Ach ja. Da ist mein Grabstein. Wo sind die... Nicht die Tür. Ich hab da... Also, gut, hier könnte ich runter. Für den Fall der Fälle, da hinten sind nämlich einige, dass jetzt alles auf mich zugerannt kommt, was... Nee, das sind nur diese normalen Dinger. Sind das nur die Insekten? Die machen halt mehr Schaden als früher. Ich brauche definitiv eine andere Rüstung. Also wenn ich hier mit 15er bin, weil die, sorry, dafür Pfeile zu verschwenden, finde ich jetzt ein bisschen schwachsinnig. Hätte ich ganz gerne schon, dass ich hier nicht direkt so viel Schaden bekomme, wegen den Viechern hier, wegen den, Minifliegen. Was genau ist hier gerade das Problem? Ich glaube, da sind ein paar hinten in der Mauer eingesperrt. Die haben es nicht so gut rausgeschafft. Okay, ich hätte sie auch einfach in die Luft sprengen können. Und das Wartepaar? In die Ecke mit dir. Oh Gott. Warte mal, das Problem ist, ich hätte ganz gern nochmal... Ich würde an die Luft gerne. Da ist dieser Bogenschütze. Und manchmal sind die, wenn es so ein Magierbogenschütze ist, das ist nicht ganz so feierlich. Und es hat sich ja gerade alles bei mir in Luft aufgelöst. Da. Essen, trinken, Weintraube. Jetzt bin ich gerade weggelaufen. Runter. Jetzt hier lang. Ach, eine kleine Kiste. Wieder mal eine Flammenschriftrolle und mir erstmal Überlebenstrank. Auch, ich glaube, dreimal können da welche auch rauskommen aus diesen Dingern.
Johannes war das das eine Mal so. Da habe ich gezählt, da waren das drei. Da geht es noch weiter runter. Jetzt hier hin. Da sind noch ein paar Kisten. Bräuchte gleich wieder Luft. Dann darf ich mal wieder mein Farb einsammeln. Probier es einfach. Vielleicht war ich etwas zu nah. Ich habe Funken abbekommen und bin gestorben. Es war etwas zu tief vielleicht. Also ein Stückchen höher. Ja, wenigstens muss ich so lange keine Luft mehr holen. Ist genau hier unten. Deshalb ist da ein Leuchtfeuer. Gut möglich, ne? So, essen. Trinken. Und einmal heilen. Dankeschön. Wo war jetzt der Eingang? Dreimal! Achso, dreimal. Natürlich noch nicht dreimal was rausgekommen. Hier ist die Treppe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinbekomme. Nochmal. Haha. So dass ich nicht angekuckelt werde. Höher springen und dann rüber vielleicht. Aber. Das ist ja. Genau was für mich. Das war höher. Muss ich nur noch zurückkommen. Wolfsrudelaxt. Mhm. Okay, ich habe mich einfach gerade eben dämlich angestellt. Aber nicht so tief über so Ding. Verstanden. Ich hätte vielleicht, ich war mir überlegen, diesen Miasma-Trank zu nehmen. Aber ich dachte mir, so groß kann das doch bestimmt nicht mehr sein. Was du gucken denkst du? Hier kommen gleich noch mehr davon. Sag ich mal. Den Dingern kommt die auch raus. So ein Leuchtestein. Da geht's dann nach oben. Gibt's hier nichts mehr? Also ich könnte hochgehen oder hier gibt's auch mal ein Loch. Ich wollte hier schlafen. Schade, geht nicht. Eine Kiste. Ältesten Magierstab. Okay, hier hört zum Glück auf. Hier ist nur so ein kleines Zimmerchen. Und das war's. Ach nee, hier geht's auch hoch.
mache einen Sprungangriff, habe ich gerade gesehen. Das sah ein bisschen niedlich aus. Okay, jetzt bin ich wieder in der Stadt. Also diese, hier gibt es ein kleines Höhlensystem. Und vielleicht sollte ich aufpassen, wo ich hinlaufe. Noch was? Hier sollte ich hochkommen. Also noch ein Stückchen höher. Ach, okay, es läuft vorerst hier direkt. Wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich da die Buden mit abgesucht. Und der Kessel ist irgendwo hier. Also ich war jetzt in dem Bereich von den Bretterbuden. Bin dezent schon mal unterirdisch bei der Oberstadt gewesen. Würde jetzt hier mal gucken. Und dann geht es weiter nach da oben, also durch die Oberstadt. Und hier war ich halt auch noch nicht. Ich würde, glaube ich, erstmal straight hier rüber gehen. Schauen, was es da gibt. Und dann von dort hier rüber. Und dann kann ich weiter mit der Oberstadt. Also jetzt hier quasi direkt einmal rüber. Das wollte ich nicht. Danke. Ist gut, aber das wollte ich nicht. War nicht nötig. Nach da, wo so ein gigantisches Leuchtending aus dem Boden ragt. Da kam ich ja auch rein, aber dahinter geht es scheinbar noch weiter. Oder wird mir das nicht so gut? Hä? Nö. Ja, hier hinter. Wie komme ich denn da hin? Da ist noch rum. Ich weiß nicht, die sind da oben. Ich weiß nicht, ob die runterspringen. Ich glaube, ich muss ganz einmal außen rum. Würde gerne darüber. Ohne jetzt hier. Also. Zehn Kilometer Umweg zu machen. Feuerbälle. Kann ich rüberfliegen? Was drin? Ja. Ne, da lang. Ich komme da ja niemals rüber. Und ich kann auch nicht außen rum. Also es funzt irgendwie auch nicht so. Wenn ich jetzt außen rum gehe, ich... Ach, hier gibt's was. Oder ist es abgesperrt? Ganz. Ja, also mein Schwert, bitte. Mein Schwert, danke. Nicht rüber. So, von hier vielleicht. Da ist auch... Okay, da ist auch so eine Anschlagtafel. Hier war ich nämlich noch nicht. Das heißt, man kann nicht an jeder Stelle rüber, aber hier gab es jetzt... Ist mein Rucksack voll? Was habe ich denn jetzt mal für Shit dabei? Was brauche ich denn nicht? Ich brauche alles. Davon abgesehen. Hier ist mal Holz kann weg. Die Holzscheite können weg. Das ist nur eins. Wolfsrudelaxt kann ich zerlegen. Den kann ich ausrüsten. Kann ich auch zerlegen. Kann ich auch zerlegen.
Habe ich denn so viel Müll dabei? Den Stab kann ich auch zerlegen. Irgendwas? Das brauche ich auch nicht mitnehmen. Ja? Da laufen schon ein paar rum. Das sieht so nach Krypta aus. Da, okay, das Refugium der Flamme steht auch da. Ich gehe trotzdem dann erst geradeaus, wenn ich es jetzt überlebe. Ich weiß ja nicht, was. Ich bin hier einfach rein. Ich sehe nur die Viecher. Ich sehe. Ich meinte, ich sehe nur die und ich dachte, vielleicht kommt gleich noch so ein komischer Bogenschütze rum. Immer nicht. Goldene Truhe. Wirbelbrecher. Richtig gut, Wirbelbrechen. Passt. Wir haben wenigstens mal ordentliche Namen. Ich würde da direkt schon mal was trinken und was essen. Kein Elixier mehr, ne. Ja, da würde ich dann gleich reinlaufen. Und das Refugium mache ich danach. Weil ich später über das Refugium dann nach oben laufe. Das kann ich mir vielleicht besser merken. Was alles offen ist. So, was steht hier? Eine Warnung an das Volk. Kellenbuch zersplittert und zerfällt. König Gormandas, imperiale Garde, erwartet einen bevorstehenden Einsturz. Haltet euch von der Grotte fern oder nähert euch nur auf eigene Gefahr. Rettungsmissionen können nicht gewagt werden, bis der Krieg vorbei ist. Außerdem, bleibt den Ufern bei Nacht fern. Augenzeugen bestätigen seltsame Vibrationen im Wasser sowie schwimmende Lichter. Doch seid beruhigt. König Gormanda möchte euch höchstpersönlich darüber aufklären, dass die besagten Sichtungen eines Wassermonsters des Weiteren unbelegt bleiben. Leuchtenstein ist so sicher wie eh und je. Ja, okay, wenn man wegen... Was gibt's noch? Es ist noch ein Ort markiert. Ich guck gleich nach. Geschichte des Anglers. Ich hasse Angeln. Der Ruhm erhebt sich wieder aus den Tiefen. Oh, eine Geschichte hat angefangen. Eine neue. Okay. Liebe Leute, hört meine Geschichte. Es ist wahr, sie sind zurückgekehrt. Ich habe die Irrlichter mit eigenen Augen gesehen, unter an den am Ufer von Weißwind heller als je zuvor. Sie sind zurückgekehrt, um das herrliche Licht aus der Tiefe zu bringen, das aus der Bucht kommt. Habt keine Angst, sie sind unsere Reptilienbrüder. Glitzernde, schuppige Rücken tauchen aus dem Wasser auf, bereit, euch zur sicheren Ufer zu tragen. Das Glück muss uns hold sein. Unser Krieg wird enden, die Begeisterung für das Elixier wird nachlassen. Das Wasser und der Regen wird klar und der Boden wird nicht mehr sauer sein. Gute Omen sind überall. Ich glaube, die guten Omen waren nicht so sichtbar. Hätte man, ja. Nicht so gut gelaufen. Jetzt. Hier ist das mit den Höhlen markiert worden. Und Geschichte des Aglas hier unten. Genau. Da und da. Natürlich. Ist ja gar kein Problem für mich. Ich bringe hier wahrscheinlich später nichts durcheinander. Und hakt es ab. Sag mal, wie viel Meersmarwurzeln gibt es hier denn? Und wie komme ich da hin? Ich gehe erstmal geradeaus. Ich bin noch immer irritiert, dass ich auch je nachdem, wenn ich die Waffe wechsle, oh, mein Lebensbalkenleister anpasst. Krämerplatz. Okay, ich wollte nämlich sagen, aber wahrscheinlich heißt es da oben dann mal ein bisschen anders. Ich würde ganz gerne zuerst die Wurzel beseitigen. Ich glaube, da kann ich einfach rein. Da ist auch ein Leuchtfeuer. Das ist, Ah,
ein gutes Zeichen. Dass mir wahrscheinlich gar nichts passieren wird. Musik. Oh! Oh Gott! Ich wollte nämlich gerade sagen, die Musik ist einfach so losgegangen. Ich sehe nichts. Ja gut, ein bisschen mehr Konzentration. Dann klappt es vielleicht auch. Das rennt. Ich wusste nicht, dass ich das aufwecke. Das kann man ja nicht ahnen. Wieso kann ich da nicht hoch? Ich habe genug Ausdauer. Komm, wirklich? Oha. Ich habe keine Ausdauer. Wenn ich den Bogen benutze, habe ich keine Ausdauer, um auszuweichen. Null. Okay, ich dachte, ich mache was kaputt. Das soll 100% nicht so sein. Ich denke mal, ich habe Zeit. Ich würde was essen, was trinken, einen Heiltrank nehmen. Und anfangen. Weil dadurch, dass ich ja den Bogen gespannt halte... Jetzt habe ich halt schon keine Ausdauer mehr, ne? Wieso ist jetzt hier so ein großer Typi? Leuchtzauberstab. Wieso kriege ich eigentlich so viel Zauberstäbe? Ich habe hier nur ein kleines Loch reingesprengt. Nur ein kleines Loch. Ich wollte hier nicht irgendwas triggern. Das ist ein abnormaler Arbeitsunfall. Das kann mal passieren. Wo kam denn der jetzt? Der kam da einfach raus. Das ist aber eine Wand. War das der Typ, der eigentlich bei der Wurzel stehen müsste? Bei der Miasma-Wurzel nehme ich mal an. Noch irgendwas da. Bitte, 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 bitte. Ich bin tot. Ach, ich bin auch noch nicht tot. Ich hab gedacht, ach. Okay, also was ich noch machen muss, ich muss definitiv Ausdauer, weil das Problem ist mit Bogen. Wenn du dann irgendwie auch ausweichen willst, selbst wenn ich aufs Schwert drüber gehe. Schwierig. Wache des Noahs Handschuhe. Die sahen ein bisschen stärker aus. 12. Plus 4, plus eine Minute maximaler Zeit im Miasma. Den Geneter sieht es anziehen. Was gibt's hier? Edel und Geschichte. Ah, edel. Adel und Geschichte. Ein verstreutes Erbe. Perfekt. Die Eindringlinge haben den Platz eingenommen. Die Fußsoldaten müssen auf dem Weg zum Hafen sein. Sie nähern sich dem Tor, kein Zweifel. Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig auf meinen versteckten Dachboden geschafft. Ich kann sie von hier nicht mehr sehen, aber ich höre sie. Hierher, der Wächter des Norns singt. Sein Gesang klingt düster und unheilverkündend. Da meint's auch. Gerade eben, ich habe mich erschrocken, als der Typ angerannt kam, nachdem ich was gebombt habe. Bewegt sich der Himmel draußen? Nö. Das sind die Wolken. Ein nebliger Schleier mit Streifen aus dem blauen Licht. Was um alles in der Welt? Das frage ich mich ja auch. Ich wage einen Blick. Ich kann es sehen. Das Kopfsteinpflaster reißt auf ein fauliges Fleisch. Er zieht seinen Handschuh aus, bei den Erbauern seine Hände. Sie sehen erfroren aus. Tot.
Wie konserviertes, fauliges Fleisch. Hebt er da etwas auf? Ich kann es nicht sehen. Noch ein kleines Stück weiter. Das wollte ich auf jeden Fall sowas von sehen. Ich würde hier einmal ganz kurz etwas hoch. Sag mal, da kann ich doch hoch, oder? Nee, warte mal. Wieso steht eigentlich immer im Miasma? Bin ich hier etwa nicht im Miasma? Weil steht halt immer irgendwie so da. Wenn ich hochspringe, bin ich nicht drin im Miasma oder wie? Geh mal hier kurz zu meinem Leuchtfeuer. Es lesen wir halt auch wieder. Das zieht dann immer so die Zeit ab, ne? Wenn man da noch nebenbei die Sachen liest. Ich habe vorhin meinen Grabstein nicht eingesammelt. Upsi. Ach so, weil ich so verwirrt war, weil der Typ sich ein bisschen festgehangen hatte. Das, verwirrt mich das doch auf jeden Fall. Ja, also ich würde ganz kurz noch diese Miasma-Wurzel mit beseitigen. Und dann eigentlich kurz einen Break vielleicht machen. Aber einmal die Miasma-Wurzel noch wegmachen. Bevor ich das vergesse und da irgendwas Komisches wieder auftaucht. Hey, sag mal, hä? Ich war doch gerade... Bin ich... Hier lang. Das ist ja schon wieder alles zu durcheinander und zu verwinkelt. Ich bin mal gespannt, wie viel es gibt. Und ob es noch eine Aufgabe gibt, erlege dir alle Miasma-Wurzeln in dieser Stadt. Okay, hier kann ich auch was in die Luft sprengen. Ich hätte auch einfach gerade eben die Wurzel schon erledigen können, dann hätte ich ja Luft gehabt. Gut, was soll ich dazu sagen? Noch was Interessantes drin, ne? Bevor ich jetzt hier einfach direkt weitergehe. Diese Stadt bringt mich hier aber auch an letzten Nerv. Ich habe bestimmt so viel übersehen. Und ich war schon in diesem komischen, einen verwinkelten Keller. So, von hier müsste es jetzt eigentlich auch weiter... Nee, hier hinten war ich. Von da kam ich ja mit... Mit das. Da könnte man sich einmal Luft holen. Auf der einen Seite war ich hier unten ja schon. Sachen sammle ich doch gerne ein. Und ich würde mich so schon mal bereit machen, um wieder Richtung obere Oberstadt. Ich würde oberes Viertel sagen. Oberstadt. Um hier in das Refugium reingehen zu können. Also es ist ja auch so eine Krypta. Ich weiß jetzt nicht, ob da. So was Kleines zusätzlich gebaut wurde oder ob man einfach den Funken einsammelt. Was ist hier? Hier gab es eine Brauerei. Später auch bauen. Sammle ich hier irgendwo den Kessel ein, rein zufällig? Würde passen. Ich würde einen Kessel einsammeln. Das ist einfach von der anderen Seite, das mit der Kiste. Okay. Bin ich einmal oben. Lang gegangen. Ich mache hier auch die Tür auf. Dann komme ich. Ich werde hier irgendwann später wieder antanzen und sagen, hier war ich nicht. Dann erkenne ich es wenigstens wegen den Türen. Kenne mich doch. Hier gibt es aber scheinbar auch noch was. Ich habe bestimmt schon 5 Truhen übersehen. 5 goldene Truhen. Das sehe ich ganz am Ende. Da, eine Karte. Eine Karte. Eine Info. So, ein Kellenbucht-Unheil. Oh Gott. Wahrheit oder Pflicht? Oh je. Claudie, wie wäre es mit ein wenig Unfug? Och, Ritter,
Wollen wir hier mal was anstellen? Der Arbeitsalltag ist einfach so langweilig. Das fällt ja nicht auf. Wir kleben einfach die Tastatur von jemandem fest. So hört sich's an. Ein wenig Unfug. Ich benutze komische Wörter, aber Unfug habe ich bestimmt noch nie gesagt. Wir treffen uns heute Abend mit June und Ricky in der Kellenbucht. June will die Laterne ihres Vaters stehlen, damit wir bei Einbruch der Dunkelheit dort ankommen. Ich weiß seit letzten Sommer, wie man an den Wachen vorbeikommt, also keine Sorge. Ricky sagt, er wird ganz laut schreien, um in der Bucht alles auf sich aufmerksam zu machen und die Echsenkreaturen herauszulocken. Oh, da wäre ich aber lieber vorsichtig. Aber ich glaube, er wird sich nicht trauen. Er ist ein Feigling. Klettere um Mitternacht aus dem Fenster, wenn du dich traust. Ich habe ein paar Laternen für dich draußen gelassen. Und Snacks haben wir auch. Okay, sobald jemand Essen hat. Oder sag Ricky, dass du ihn magst. Nein. Das wirst du aber auch nicht, da du bist ein Angsthase. Da steht nicht und, sondern oder. Da steht, wir haben Snacks. Oder sag Ricky, dass du ihn magst. Essen geht grundsätzlich vor. Also, Essen, oder? Lassen wir uns ein bisschen Unfug. Einfach ein bisschen Unfug treiben. Ich würde mal sagen, das Fenster hat sich dann dezent vergrößert. Was es hier gibt. Ein bisschen. In Mühe. Mehr gibt's ja nicht. Das ist ein Bad. Das ist ein Bad mit Schlafzimmer in einem oder fehlt hier die mittlere Wand? Ich will auch so eine goldene Badewanne. Da würde ich auch gerne im echten Leben haben, eine goldene Badewanne. Gold. Würde ich ja dann vielleicht gar nicht verscherbeln? Nein, natürlich nicht. Es würde nur so aussehen. Ich komme niemals zur oberen Stadt. Weil das hier hängt noch so ein... Da hängt noch was dran. Achso, und das verstreute Erbe hat mir natürlich jetzt auch noch ein Pünktchen hier auf der Karte beschert. Okay, da hinten, das schaue ich mir jetzt nochmal schnell an. Und dann geht's in Richtung Oberstadt. Wieder. Das hört einfach nicht auf. Ich glaube, die Stadt ist hier für mich ein 10-Stunden-Projekt. Wir würden aber auch hochkommen von unten. Falls ich nachher irgendwie rum. Haben die hier keine Tür durchgemacht? Hä? Die machen den Wall dahin, aber da ist zu. Also wenigstens mit Tür. Also. Ja, vielleicht ein bisschen, vorsichtig. Vorsichtiger. Überleg halt, gehe ich da rein, da drüben, oder? Okay, der Doppelsprung hat was, muss ich ja mal sagen. Okay, hier ist auch zu. Da könnte man auch rein. Oh Gott. Mir wird direkt erschrocken, ne? Ja, das ist aber so ein Magier-Bogenschütze und ich habe gar kein Fleisch mehr und so. Oh ne. Trinken, essen. Nein, nicht bloß nicht runter. Wieso hat der mich noch getroffen? Der hat Eispfeile. Ich bin hier wirklich im falschen Dings dran im Game. Ich mache da halt auch so Schaden, wenn er theoretisch nicht trifft, ne? So, da läuft jetzt noch ein Handel rum. Ah, das ist so normaler. Da ist noch ein Hansel. Ja, doch, er ist ein Stufenaufstieg. Okay, wir geben hier schon einiges an Punkte. Dort ist auch ein Zettel. Ich würde aber eigentlich erst gerne da hinten in das eine Haus reingehen. Oder ich gehe über das Haus, darüber und dann darüber. Aber jetzt ist es auch noch dunkel. Toll. Okay. Da laufen auch noch ein paar weitere Gestalten rum. Bevor der ist eh, der kommt gleich erst. Vorbei.
Schild würde ich gerne direkt zerlegen. Ich habe bestimmt irgendwas, was ich nicht brauche, was ich direkt zerlegen kann. Diesen legendären Zauberstab, der irgendwie komisch. Der sieht aus wie eine Metallfeder. Zerleg ihn trotzdem. Ich bin kein Magier und ich brauche Platz. Alles, was so einzeln ist, würde ich auch einmal direkt wegpacken. Kupferbahn nicht. Die sind wertvoll, die brauche ich. Das lösche ich auch. Und hier immer. Okay, ich kann das Schild nicht zerlegen. Das habe ich nicht bedacht. Was gibt's hier für einen Zettel? Gestern ist der Fluss übergelaufen. Bei mir ist es nicht der Fluss, sondern meine Nerven. Bei der Stadt hier. Ist einfach über den Bordstein gestiegen und bis zum Platz geschwemmt. Die sonst sanften Wellen des Flusses schäumen an der großen Treppe. Ich habe die große Treppe jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht, wenn es in die obere Stadt geht. Und ich da nicht irgendwie anders hinlatsch. Eine heftige Flut, sagten sie. Flussaufwärts muss man sich eine Blockade gelöst haben. Muss sich eine Blockade gelöst haben. Aber ich bin anderer Meinung. Das Wasser schmeckt anders. Es peitscht gegen unsere Außenmauern und es steigt immer weiter. Während der Herrscher von Königin Erlands wäre das nie passiert. Unser Königreich wird unter Gormanda zerfressen. Wir sind schwach geworden. Wer probiert denn Wasser? Einfach so. Macht man das? Das erste, was ich mache, Überflutung mit irgendeinem Fluss oder so, ich probiere das Brackwasser. Das ist essentiell wichtig, das müssen wir so machen. Ich überlege gerade, das in die Luft da zu sprengen, aber ich mach's mal nicht. Und ich würde auch jetzt erst hier einmal reinlunsen und eigentlich da rüber gehen, wenn ich da hochkomme. Eine riesige Produktionsstelle. Da ist ein Leuchtfeuer, wenn hier ein Leuchtfeuer ist. Ich bin im Hafen. Okay. Dann probiere ich Meerwasser. Okay, kann auch ein Fluss sein, ein Hafen von einem Fluss. Dann ist aber bestimmt richtig gut, wenn da ein paar Sachen drin rumfahren. Das lohnt sich dann. Sehr gut. Nee, der ist da noch. Heilige, der ist so... Ich brauche echt eine andere Rüstung, ne? Das sind nur 45 Punkte, Leute. 45. Ich wollte nur kurz gucken. Ja. Nur kurz gucken. Hier ist der Hafen. Dann gehe ich aber nochmal zurück. Weil ich noch nicht in den Hafen rein möchte. Hier. Also schaue ich mir das Haus da nochmal an und den Hafen mache ich dann gleich danach. Aber sonst vergesse ich das Haus, wo ich noch nicht drin war. Wäre ein bisschen schade drum. Genau, jetzt bin ich wieder hier oben. Im Dunkeln natürlich immer praktisch. Da drüben kann man rein. Hier. Vielleicht kriege ich das ja hin. Dieser eine... Und stellt... Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie diese Beiltypen mit diesem Säurebelag. Es gibt ja diese komischen, diese grüne Beile in der Hand haben mit irgendwelchen Säuresachen, die nochmal mehr Schaden machen. Da wäre ich ja mit einem Hit direkt tot. Da will ich auch gar nicht dran denken. Hier die Häuser noch anschauen, bevor ich jetzt weitergehe noch in den Hafen. Weil ich würde wahrscheinlich schon den Hafen mitmachen und dann hier hoch, weil am Ende muss ich da hoch. Also wusste nicht, dass es so ausartet. Es sah schon groß aus, aber so groß sah es nicht aus. Muss ich dazu auch sagen. Da sind diese Geister. Ich doch schon mal, bevor er gleich
3 von denen kommen. Ich weiß, ich hält das fest. Krämerplatz. Na, das weiß ich ja. Da bin ich dann weiter. Aber ich würde gerne da hoch. Die haben eine Miasma-Seele. Muss ich das nicht herstellen? An irgendeiner anderen Seite, glaube ich. Dann kann ich auch ins andere Haus noch rein. Okay. So, kommt her. Da kommen noch welche. Und dann noch nicht alle. Das ist noch mal nicht alles. Ich habe kein Schwert. Ich habe kein Schwert. Das ist unpassend. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ich habe schon alles zerlegt, was ich vorhin bekommen habe, ne? Ja, gut, ne? Dann muss ich jetzt wirklich erstmal den Bogen benutzen. Bis ich hoffentlich so einen überdimensional großen Amboss oder Bügeleisen. Ich nenne es gerne Bügeleisen. Sehr. Ich kann auch nach Hause, aber ich würde schon gerne vorher so ein bisschen hier wissen, was ihr alle schon erledigt habt. Das ist natürlich... Ich mache das am liebsten mit dem Schwert, diese komischen Dinger, ne? Natürlich in der Helligkeit dann auch wieder so eine Sache. Vielleicht auch schlafen. Ja, dann kann ich von hier hoch? Nee. So, essen, trinken. Ich habe ja meinen Flammenaltar da. Deshalb überlege ich, ich könnte auch einfach... Ich hatte zwar einmal diesen Bügeleisen. Es sieht so aus. Gefunden gehabt und war da schon. Aber ich weiß doch nicht, wo das ist. Habe ich doch schon wieder vergessen. Ich komme von dort nicht hoch. Da gibt es noch was zum Lesen. Bevor ich in den Hafen reingehe, da kann man lang springen. Ach nee, ist nicht zum Lesen, ist zum Atmen. Ach doch, hier ist auch was zum Lesen. Wenn die Flut steigt, das haben wir. Haben wir gelernt? Wir haben Backwasser gekostet von Wasser, was gestiegen ist, um herauszufinden, ob es normales Wasser ist oder nicht. Was ist jetzt? Mein ganzes Leben lang ist die See an meiner Seite gewesen. Was jetzt? Ihr Gesicht glitzerte tagsüber, geschmückt von wirbelnden Lichtern, sanft von der Sonne gestreift. Meine Sorgen verblassen bei ihrem Anblick, selbst als sie sich erhob und gewalttätig über ihre Grenzen buckte. Sie fegte alle meine Sorgen und Schmerzen fort. Jetzt verblasst das Licht in meinen Ohren. Ich höre den Widerhall der Wellen in meinen Ohren. Wie das Flüstern aus einer Muschel. Sie kommen näher. Ich habe alles, was ich habe, hier unten versteckt, damit sie es nehmen kann. Mein Abschiedsgeschenk an eine alte Freundin. Alles, was es gibt, hier unten versteckt. Die steigende Flut, also es ist auch sogar markiert. Also hier gibt es irgendwie eine Kiste. Weil ich es jetzt schaffe. So, es war ein Schutthaufen, aber als ob. Wir sind jetzt hier unten. Bin ich gerade erschrocken. War zu nah dran. Okay, jetzt ist es wieder hell wenigstens. Aber
Komme ich da rüber? So, hier. Ach, hier ist ein Cat. Okay, wir haben es. Ja. Wer ist abgeschossen? Waldlangbogen. Ist jetzt nicht besser als den, den ich habe. Und jetzt auch nicht so hoch leveln. Mit den Insekten hätte ich schon ganz gern ein Schwert. Da oben steht jemand. Hat sich gerade selbst in die Luft gesprengt? Getötet. Oh, schaffe ich das vielleicht hoch? Kann ich mich... Ach nee, das Ding. Okay, ich wusste nicht genau, was es ist. Kann ich mal kurz auf die Karte schauen. Jetzt habe ich hier so ein bisschen geschaut und danach jetzt wäre jetzt quasi der Hafen dran. Bevor ich sage, ich gehe weiter zur Oberstadt. Also hier, wo auch... Das sieht schon so Jump'n'Run-mäßig aus mit dem einen Teil, was da runter ist. Gerade wenn ich hier direkt ein Lagerfeuer hinplatziere, könnte ich hierher zurückkommen. Bin gechillt. Ich habe meine Steine weggeschmissen. Ja. Was ist das? Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, sah ein bisschen komisch aus. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne... Okay, sagen wir es so. Ich hoffe, ich habe Glück und ich würde hier jetzt mal kurz einen Break machen.